Moin zusammen und willkommen zurück hier wieder auf der NF-Marsch, der nordfriesischen Marsch in der Vierfachversion. Ja, ich sitze hier in unserem Paletten-Tief-Flachbett-Dingsbums und habe hier noch Papier und Karton geladen wieder. Wir waren ja zuletzt bei der Zellstofffabrik gewesen. So, wir lassen mal hier schnell den Fast Truck raus. Der hatte nochmal Sojabohnen oder Sonnenblumen angeliefert. Tja, wir laden jetzt noch schnell unser Zeug ab, gucken, wie viel wir übrig behalten und dann schauen wir, wo wir noch Karton und Papier bei den einzelnen Produktionen loswerden. Einfach mal ein bisschen so eine Verteilerfahrt machen. Vielleicht holen wir dann erstmal noch ein bisschen was bei der Zellstofffabrik ab, beziehungsweise auch beim Zentrallager. So. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie viel wir da noch brauchen werden. Aber wir lassen es einfach mal reinlaufen, beziehungsweise wir können ja schauen. Oh. Erdhaufen ist voll, Dünger ist voll. Heieieiei. Wie schaut es denn beim Fermenter aus? Ja, gut. Aber ich wollte bei der Ölmühle schauen. Ölmühle, Ölmühle. Ja. Papier und Karton passt noch ein bisschen was. Also wir können auf jeden Fall den Auflieger auch noch abladen. Ich meine, wir können rein theoretisch das erstmal so lassen und fahren erstmal weiter. Und wir können dann ja noch mal hier vorbeikommen, zurückkommen und den Rest, der hier geblieben ist, dann abholen. Ich glaube, das machen wir auch so. Ich könnte mal ausmachen. So, ich sehe gerade, der. Achso, ich höre da was. Meinst du schaffst das, mein lieber MB-Truck? Lass uns mal kurz hier reinschauen. Das passt eigentlich. Fruchtumfahrung. Gut, müsste passen. So, wenn du jetzt in die andere Richtung lenkst, sieht das. Ja, das sieht gut aus. So, er ist hier fleißig am Grubbern. Du hattest hier einen Zaun gefunden. So, das mit den Kartoffeln dauert irgendwie gefühlt auch noch Ewigkeiten. Aber so ist das halt. So, wie schaut es denn hier eigentlich aus mit Wasser? Wir liefern ja hier ganz gut an. Aber es ist noch Platz. Es hat noch Luft nach oben. So, oh, hier haben wir noch ein paar Dinger stehen. Komm, dann lass uns mal gucken, ob wir noch was auslagern können hier. Papier nicht, Karton nicht, Toilettenpapier auch nicht. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir das alles mit, was hier noch so rumsteht. Auch wenn es einmal Toilettenpapier ist, das auf dem Kopf steht, warum auch immer. Hier einmal Kartonagen.
So, dann würde ich sagen, fährst du zum Zentrallager Abholung. Und wir schauen mal, was wir da noch an so Zeug haben. Pellets, Karton. Boah, ist das viel, ist das viel. Na komm, dann lass uns eine Fuhre Karton noch nehmen. Weil ich glaube, Karton brauchen wir eh mehr wie alles andere. Wieso? Nein, nein, nein. Das muss ich jetzt auch nicht kapieren. Wieso fährt der nicht so, wie es hier angeschrieben ist, einfach hier rum? Es wäre doch viel einfacher. Guck mal. Ja. Aber es, gut, es kann sein, dass es dann vielleicht keinen Weg rein gibt. Ja, komm, bevor mir das jetzt hier zu lange dauert, übernehmen wir mal wieder das Kommando. Und wir gucken mal, haben wir von hier, ja, hier ist wirklich keine Einfahrt, deswegen würde der andersrum fahren. Ach. Manchmal ist es auch ganz gut, wenn man nur in eine Richtung eine Einfahrt hat. So, und dann holen wir noch mal Papier hier raus. Ups. Ja, guck mal, haben wir komplett geladen. So, wo brauchen wir jetzt? Warte mal. Wie sieht das bei der Zuckerfabrik aus? Das wäre so das Erste, was mir einfallen würde, wo wir eventuell. Da brauchen wir nicht. Ich weiß, dass wir beim Hühnerstall auf jeden Fall Papier brauchen und beim Schlachter. Das heißt, wir fahren erstmal zum Schlachter. So, ja, hier kommen schon wieder Kartoffeln. Wir können ja mal kurz schauen, wie viele Kartoffeln wir haben. Ob wir schon über 1 Million jetzt geerntet haben. Ja, 895 plus die 88. Ja, wir kommen fast an die Million ran. Heftig, heftig. So, der ist am Arbeiten. Die sind alle schön am Arbeiten. Ich weiß nicht, was der hier wieder vorhat. Warum der jetzt bei Aldi auf dem Parkplatz will. Na gut. Nicht drüber nachdenken, einfach machen lassen. So, Kollege, Düngerstreuer auf Düngespritze. 66%. Jo, das läuft doch. Haben wir noch was zum Düngen? Nö, schade. Schade, schade, schade. Feld 45. Nee, gut, dann nicht. So, ach so, ihr seid erstmal fertig. Der läuft, der lädt ab. Hier sind wir genau auf dem Weg zum Schlachter. Das heißt, Schlachter müssten wir machen. Die Molkerei wäre wichtig. Ja, dann müssen wir die Heuballen mal einsammeln. Es sind so viele Kleinigkeiten wieder, die man noch machen müsste. Aber lassen Sie jetzt erstmal gucken. Brauerei. Brauerei braucht Leerpaletten. Das heißt, wir können ja als nächstes dann auch noch Leerpaletten verkaufen. Hier brauchen wir keine Paletten, da brauchen wir nichts. Beim Fischer. Der braucht auch nur Leerpaletten. Oh, Holzstamm, die läuft nicht mehr, weil kein Diesel mehr da ist. Okay,
Haben wir hier noch Diesel drin? Nicht wirklich. Ja gut, wir haben aber auch im Moment genug Holz, glaube ich. Das passt. Also hier brauchen wir Palettenpapier, das weiß ich. Bei den Kompostern nicht. Ja gut, Kürbis, also bei den ganzen Feldern. Da brauchen wir auf jeden Fall Wasser und Leerpaletten. Malzfabrik braucht auch nur Leerpaletten. Also Leerpaletten müssen wir definitiv mehr verteilen. Molkerei, da weiß ich es, dass wir da brauchen. Karton und Papier, das werden wir auf jeden Fall ausliefern. Ölmühle dürfte jetzt voll sein, schätze ich mal. Ja gut, Leerpalette nicht. Karton. Oh, bei Karton wäre noch Platz. Ölmühle. Kann auch sein, dass die. Ja, guck mal, da. Wenn die so krumm stehen, werden die na klar nicht in die Produktion gezogen. Das ist schlecht. Also das sind irgendwie nicht fertige Papierpaletten. Und deswegen kleben die da oben irgendwo rum. Ja, da müssen wir halt am Ende dann einmal vorbei und das Zeug abholen. Wieso? Also die steht außerhalb. Es muss ja alles irgendwo seine Ordnung haben. So, Ölmühle. Ach genau. Dünger, das ist der Dünger am Hof. Geht auch nicht. So, Düngerproduktion am Hof. Werden wir auch gleich eine Fuhre direkt erstmal in die Flüssigdüngerproduktion, würde ich sagen. Mal gucken, wie viel brauchen wir da? Wie viel brauchen wir da? Ah, da passt einiges noch rein und den Rest füllen wir dann auf die 100.000 Liter und dann wird verkauft. Da schauen wir schon mal, während der hier noch belädt, wo wir denn für Dünger den besten Preis bekommen. Am Hafen. Guck mal, da können wir den schon mal einstellen, passend. Ah, wir hören nicht auf mit Geld machen. So, der John Deere Drescher hat durchdrehende Reifen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Schauen wir uns gleich an. Wenn wir den hier abgeladen haben und das Beladen, das dauert ja eben ein bisschen länger, haben wir ja gesehen. Und da können wir dann in Ruhe kurz den Drescher anschauen, wo sich der wieder verhakelt hat. Okay. Oh, guck mal, der hat jetzt gleich das erste Vorgewende geschafft. Mit nur einmal ist sich irgendwo festfahren, dann sieht das noch ganz gut aus. Also, hier kann ich in den LKW. So, das heißt, wir haben hier nichts mehr drin. Das heißt, den Rest holen wir uns aus dem Lager drüben. Weil das sind. Ah, ja, da stehen aber die anderen Kollegen. Ach, Mann. Ja, gut, dann machen wir das später. Dann machen wir das später.
So, jetzt ist die Frage, vorne. So. Hier kommt der Raps aufs Feld, der macht sein Ding gut. So, Kollege, du gehst parken, du gehst parken. Und dann müssen wir. Dann müssen wir dem erstmal helfen, dass der hier rauskommt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den hier überhaupt behalten, ehrlich gesagt. Es ist zwar ein schönes, manchmal funktioniert er auch, aber der hat einfach keinen guten Wendekreis. Kann man nicht anders sagen. So, das heißt, der geht auf Parken. Aber hier machen wir mal das Anhängerchen kurz mal beiseite, dass er hier. Oh, Lohndienstleistung auf der 64 ist fertig. Ja. Kümmern wir uns gleich drum. So, erstmal den wieder ein Stückchen vorrollen lassen. So, der kann fahren. Dann können wir den hier. Wieso fährt jetzt der zweite da vorne nicht zum Parken? Ich habe dem doch gesagt, er soll auch. Oder habe ich dem das nicht gesagt? Oh Gott. Parken. Wieso hat der Silo beladen als Parkposition? Das ist na klar nicht Sinn der Sache. Hofwarteschlange. Jetzt aber. So, den Kollegen werden wir jetzt nur noch beladen wegschicken. Machen wir dann das nächste Mal, weil wir schon wieder so gut wie. Oh, bleib stehen. Am Ende sind. So. Achso, der hat das nicht alles wegbekommen an Karton. Das heißt, wir werden jetzt gleich nochmal den Anhänger hinten abladen, damit wir das Papier wegbekommen. Dem einmal. So. Ja, der steht, der steht. Achso, du bist fertig im Übrigen, Kollege. Ab nach Hause. Klappt der ein? Ja, der klappt ein. So, Geld kassieren. Das ist doch noch wichtig. 31.000. Ja. Haben wir doch. Also, und hier ist wieder das Problem. Oh. So. Gut, der hat geparkt. Die stehen erstmal da. Der läuft voll. So, aber ihr Lieben, wir machen damit erstmal Feierabend für heute. Morgen geht's dann, wie versprochen, weiter mit einer neuen Folge. Ihr kennt das ja. Und dann würde ich sagen, ihr Lieben, macht es gut. Habt einen schönen Tag. Wir sehen uns.